Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Ark. Ich hatte gerade fast wieder ein anderes Spiel erwähnt. Und ja, mein Häuschen ist ja fertig. Es wird aber noch weiter ausgebaut. Das mache ich aber nicht heute, sondern na, vielleicht später. Aber den kriege ich noch, weil die gehen mir sowas von auf den Zeiger. Upsa, ich habe ihn überholt. Wieder hin. Der ist weggeflogen. Ist ja voll weggeflogen, die Sau. Ich würde gerne noch ein Tierchen zähmen. Und zwar nämlich einen Ankylosaurus. Und ihr seht hier. Oh, hallo. Das will ich mal eben kurz noch holen, weil das ist nämlich eins mit dem Ringchen drauf. Und die heißen, dass da ist ein besserer Loot drin. Mal schauen, was da so Schönes drin ist. Müll. Kann ich alles wegschmeißen. Und tschüss. Ach, und ihr seht übrigens auch. Na, bleib stehen. Mein neues Haustierchen. Und dadurch, dass ich den Season Pass habe, habe ich das gekriegt. Und sagt mal, hallo, lieber. Okay, war jetzt nicht gerade der Brüller, aber. Fliege, geh weg. So, ich würde jetzt gerne noch mal einen Ankylosaurus, wie gesagt, gerne mal holen. Wo haben wir denn einen? Einen, der ein wenig höher ist im Level. 152 und 80. Oh, guck mal, hier ist er hingeflogen. Nee, doch nicht, das war ein anderer. Ich verhungere. Würde ich jetzt mal sagen, nicht. Da ist ein toter Ankylosaurus. Wieso? Wegen irgendwas anderem, was da angegriffen hat. Pego Mastax. Schön weit, dass das Fernrohr doch reicht. Falls ihr wissen wollt, was das für ein Fernrohr ist, das ist das Super Spyglas, heißt das. Und der. Was ist das? Ach, so Carbonemis. 152er. Oh, hat er das gesehen? Der kam erst später eingeloggt hier, der Dödikus. Ist da noch einer? Was war das? Ach, das ist ein Dödikus. Ich wollte sagen, was ist da durch die. Dadurch am Stiefeln. Oh, guck mal an hier. Ein Bienenstock. Oh, geil. Guckt euch den an. Stegosaurus Teretex. 136. Mehr gibt es hier nicht, so wie es aussieht. So weit war ich doch gar nicht raus hier. Apropos. Genau. Er quasselt auch ein bisschen immer. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Wo bist du? Ach, da. Bleib da stehen. Na. Ich will nochmal Hallo sagen. Look lively, mate. Oh, geil. Castoroides. Boah, Leute, guckt euch das an, was hier für ein Haufen davon rumschwirrt. Wisst ihr, was die an Holz holen? Da ist der höchste. Der Rest ist alles nur low.
Hier ist ja noch einer. 40, okay, der hat auch nicht so gerade den heftige Level. Ich hätte ja gerne einen größeren. Oh, der hier ist das schön. Habe ich eigentlich was zum Zähmen dabei? Huh. Nein, das wollte ich eigentlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Dann gehe ich mal eben kurz holen. Level müssten wir eigentlich haben dafür. Level 34 müsste das sein für den Sattel. Wenn ich nicht schon einen gebaut habe. Was? Let me in Ruhe. Habe ich eigentlich keinen Bogen mehr oder was? Tatsächlich, ich habe meinen Bogen gar nicht mit. Wie kann denn sowas passieren? Was ist das denn da? Ach so! Hallo! Was? Der hat ein Herzchen, das heißt, da müsste noch irgendwo einer hier rumschwimmen. Ach da! Okay, 136 ist auch nicht so die Welt, aber 216 ist schon super. Schon nicht schlecht. Also das höchste hier ist, glaube ich, 230 habe ich, glaube ich. Ankühlerei. Das ist ein bisschen doof, wenn ich das jetzt mitnehme. Was hier alles rumschwirrt, sage ich euch doch. Noch ein 216er hiervon. 52, 80. Der sieht ja mal geil aus, der Mammut da. Streifenhörnchen. Eigentlich doch ein Ding in hier. Ja, die haben es mal wieder hinter sich. Zweihundertvierziger. Na, den nehme ich doch auf jeden Fall. Ach, guck mal, ich habe was vergessen hier. Ach, guck mal an. Hier habe ich. habe ich auch vergessen. Das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ja, genau. Das hast du recht. Wo habe ich jetzt die Sachen hingetan? Weiß das zufällig jemand? Ach, guck mal an, hier habe ich sogar noch 62 Metall drin. Habe ich das hier alles reingeschmissen? Ja. Könnte ich eigentlich mal reparieren. Reparier's mal. Ja, repariert. Achso, in Werkbank. Ja, toll. Ich hält. So.
Das hätten wir schon mal. Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte. Das hier haben, aber ich glaube, ich brauche mehr. Ich brauche ein wenig mehr. Wo habe ich die Kühlschränke da? Und ich habe natürlich nichts mehr. Natürlich nicht. Hallo? Oh, Alter, 224er Deinonychos. Hallo? Es ist auch geil, wie der sich freut. Gewicht. Hallo? Nein, ich will nicht reiten, Mann. Gut, dann brauche ich mal eben kurz deine flinken Hände. Um mal ein paar Früchtchen zu holen. Boah, Prokopter dann, ey. Alter, muss mich sehr erschrecken. So, wir lassen noch. Kannst du ein bisschen nehmen, das ist schön. Nehmen wir alles mit hier. Kleine Elli. Ach, guck mal, was der schön, was die Schönes in der Tasche hast. Nehme ich auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Und noch ein paar Mayo-Bären. So, machen wir da. Ah, da ist es. Und dann brauche ich noch Fasern. Nehmen wir direkt mal 1000. Und Zimtpulver. Schrank. Das ist aber nicht viel. Ja, kein Feuerstein, das ist ja klar dann, ne? Hallo, geh raus da! Ich bin immer behinderte Fliege, ey. Die gehen mir voll auf den Piss. Hallo? Gib mir das. Ja, da muss ich damit auskommen. Mit dem, was ich habe, sozusagen. 95, ich denke mal, das dürfte eigentlich reichen. Alter. Noch nie so viel Scheiß auf einen Haufen gesehen.
So, jetzt seht ihr mal, wie lange das dauern kann. Wird wahrscheinlich bis zur nächsten Folge sein. Das ist nur als Beispiel, wie lange das dauern kann. Ne? Da ist 240er. Das sieht sogar recht geil aus. ...1,2% zählen. Das wird was, sage ich euch, du. 1,2% ist sogar noch viel. Wenn ich das jetzt mit dem Brachiosaurus dahin mache, der kriegt wahrscheinlich gerade mal 0,2. Kann ich ja nachher mal testen. Später, wenn ich den fertig habe hier. Was ist das denn? Ein Männchen. Das sieht echt hammer aus, du. Geil. Also wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was das ist für eine, wie ich den so heil zähmen kann, das ist Taming hier Immersive Taming. Damit geht das Zähmen ein bisschen leichter. Das habe ich halt gemacht, weil ich halt Singleplayer bin und da kann ich halt nicht alle immer wieder betäuben und so weiter und so fort, ne? Man hat ja, hallo? Pass mal auf. Man hat ja online hat man ja mehr Leute da. Von daher ist das daher auch schon mal leichter. Und da ich hier demnächst vielleicht dann auch mal eine, ein Weibchen kriege, der auch 240 hat. Ihr habt vielleicht gesehen beim, bei Rihanna, also bei, beim Rhinoceros, da habe ich die, die Daten mit aufgeschrieben. Muss ich euch gleich nochmal zeigen. Die Attribute habe ich da aufgeschrieben. Und zwar mache ich das mal gern, das habe ich mir abgeguckt bei, bei Zos Gaming. Mache ich das nämlich immer, damit die, damit ich sehen kann nachher beim Zähmen, welche ich nehmen kann und welche nicht. Wisst ihr? Aber dafür, dass das jetzt nun angespielt sein sollte, mache ich das, glaube ich, doch ein bisschen weiter. Und mal schauen, wenn die Community doch ein bisschen größer wird hier von ARK zum Beispiel, dann werde ich euch, werde ich dann natürlich auch ein, eventuell mal einen Server mal nehmen mit und für euch. So, kommst du her da drüber oder Dickerchen oder schmeißt du einfach mal darüber. Also so ein Quetzel, ich habe mir mal so ein Quetzel, das sind diese ganz großen Flugtiere, die größten, habe ich mir mal gezähmt, so einen ganz großen 240er. Und da habe ich ungefähr 2 bis 3 Stunden dran gesessen an dem. Mit denen hier, das, nee, das war noch nie was mit denen, das war sogar mit dem besseren Futter. Nur für die Quetzeln brauche ich dann wohl die Kibbel. Das Kibbelfutter. Aber da habe ich auch was, um es zu vereinfachen. Was der für einen Haufen setzt, du, meine Fresse. Du kannst andere mit erschlagen und der ist nicht mal so groß. Wenigstens hat er hier noch Hunger. Vielleicht schaffe ich das noch in der Folge. Sieht dann ganz gut aus. Aber dann können wir nämlich mal ein bisschen Metallfarben gehen mit dem. Was hat er denn an Gewicht? 400 nur, das ist aber ganz schön billig. Mein Gott. Okay, das ist scheiße.
So gut ist er dann doch nicht. Ich habe gehofft, er hat ein bisschen mehr. Aber der kriegt ja noch 120 Level drauf. Das ist ja das Schöne. Geht alles ein bisschen leichter, wenn ich den von Hand füttern kann. Ich habe wieder eine Hyäne gehört. Ich habe übrigens auch wieder bei meinem privaten Spielstand neu angefangen. Diesmal auf einer neuen Map. Auf der Hope Map. Und die ist ja auch ziemlich heftig. Also da mal einen geeigneten Platz zu finden, ist sau schwer. Ich bin ungefähr über 20 Mal gestorben, bis ich mal einen vernünftigen Platz gefunden habe, wo ich in Ruhe bauen kann. Das ist das Gute auch an dem Ding hier, das spendet enorm viel Licht. Kann man eigentlich mit Kacke werfen? Müsste man ja ausprobieren, wa? Ich hab da die Kacke gerade aufgehoben, oder? Anscheinend nicht. Dann setz mir mal ein Häufchen, bitte. Voll der Vollmond, ey. Ich glaube, das wird doch noch nicht diese Folge. Man kann damit werfen. Scheiße Weitwurf. Ist ja lustig. Ja, das dauert immer. Wie lange bin ich jetzt schon dran? Ich glaube seit 10 Minuten ungefähr, ne? Aber 23% ist schon mal nicht schlecht. Ist ja noch einer. Männchen, das ist ja auch ein Männchen, das ist ja doof. Ne? Oh.
Ich muss den da im Auge behalten, weil der greift mich an, wenn ich zu nahe komme. Und der tut richtig weh. Deshalb wollte ich den nämlich auch erst gezähmt haben. Was für ein Level hat er? Oh, 216er, ey. Boah, das wird schwer. Das mache ich dann aber, oh, Alter. Neben der Aufnahme. Ich höre da die ganze Zeit so einen blöden Flöter. Man auch immer alles im Auge behalten hier, ne? Ich glaube, die sind da oben. Das hört sich dann einfach nur anders, wenn er da ist, wenn er hier ist. Ja, wie gut, dass ich direkt am Wasser bin, wa? Okay, ich muss ihn einem lassen, weil der kloppt dich gerade. Triceratops, mein Gott. Ich kann mich leider nicht auf den setzen. Bei den Triceratoren, Triceratopse, da bei denen da vorne immer gemacht, habe mich dann immer auf den Rücken gesetzt und bin dann mit denen durch die Gegend gerannt. Ach, da ist der. Ah, jetzt kann ich den per Hand füttern, das ist natürlich sehr schön. Geht natürlich jetzt viel einfacher. Ich muss schon zwei Seiten aufpassen, den und den. Ich habe auch keine Pfeile mit, ich Depp. Ich würde mal sagen, ich mache hier eine Unterbrechung und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde das aber in der nächsten Folge weitermachen mit dem Zähmen, damit ihr mal wisst, wie lange es dauert doch, ne? Also, bis zur nächsten Folge. Euer Wobra. Ciao, ciao.